Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Pax. Wir machen mal einen Greifplatz. Das war der erste Endgegner, denn mich kennt jeder. Das war der erste Endgegner in Witcher 3, der Greif. Mit Vesemir zusammen. Und da war ziemlich heftig, weil ich auch auf sehr schwer, glaube ich, gespielt habe. So, den Keller der Verfallenen, bitte. Kommt der Greif jetzt, oder? Muss ich den Greif erst platt machen? Hallo, der ist doch gar nicht da! Der Greif ist doch gar nicht da! Lass mich doch einfach rein! Oh. Jetzt hat er mich gerafft, wird aber auch Zeit. Erzgreif, Level 39, einen herzlichen Glückwunsch. Ist ja gar nicht schwer. Okay, aber wir scheinen ganz gut Schaden zu machen. Nee, nicht wieder weg. Bleib hier. War auch kein Erzgreif, der erste Gegner, sondern einfach nur ein Greif, glaube ich. Ja, es war einfach nur ein Greif, war kein Erzgreif. Wir bluten, glaube ich. Wieder runter. Verstehe nicht, wie so ein Greif einfacher sein kann als eine Horde Ghule, die vor allem ein viel kleineres Level haben. Sehr schön. Wird schon nicht so tief sein. Ich will halt überhaupt gar nicht viel. Passt mal auf. War so klar, dass die einfach nichts hat. Es war einfach klar. 17 Floren, Harz, Scheuklappen, nur Schrott. Wäre geil, wenn Geralt was gesagt hätte von wegen. Aha, das ist also der große Schatz. Wenn hier wenigstens Vitriol gewesen wäre. Oh. Egal, wir haben es geschafft, nice. Fragezeichen geklärt. Auf zum fröhlichen Jagen. Auf in die grüne Heide. Keine Ahnung, ob es so weitergeht. Eigentlich nicht zum frohen Jagen und so, sondern wir gehen jetzt. Oh fuck, hier muss doch irgendwo noch. Hier ist auch wieder irgendwo ein. Na, sagt's mal. Hier ist auch wieder irgendwo Wegkreuz, weil hier ist zu viel, als dass da kein Wegkreuz hingehören würde. Ja, was ist denn jetzt am nächsten dran? Wahrscheinlich das hier, aber ich glaube, da können wir nicht schnell hinreiten. Ich glaube, hier können wir viel schneller hinreiten. Weil das andere geht, glaube ich, einen Berg hoch und so. Können wir keinen wirklich direkten Weg machen. Okay, Plätze findet uns nicht. Da. Komm. Nicht da lang, meine Herren. Was wollte ich sagen? Ja, weg. Weiter zum Hauptquest. So. Bis dann, Plötze. Viel Spaß. Bin ich ja mal gespannt. Das wäre erstmal mit irgendeinem Gesandten von ihm reden, weil er irgendwo anders hingegangen ist. Könnte also noch etwas dauern, bevor wir ihn wiedersehen. Aber dann bin ich gespannt. Dann haben wir alle drei Aufgaben erledigt. Dann neigt sich das Spiel, also Hearts of Stone, wahrscheinlich dem Ende zu. Also wenn es jetzt wirklich bald alle wäre, hätte ich glaube ich nicht mal 20 Stunden gebraucht. Also ich bin jetzt schon bei über 10 Stunden logischerweise. Und bin ich schon wieder bei 20. Keine Ahnung, habe auch ein schlechtes Zeitgefühl. Müsste ich erst nachgucken. Aber ja, ich schätze halt so 20 Stunden, habe ich ja so geschätzt, brauche ich dafür. Und für dann das nächste Blood and Wine, was ja 40 Stunden angesetzt ist, da gehe ich davon aus, dass ich so 100 Stunden brauche, Alter. Was halt schon krank ist, aber egal. Geil natürlich, geil krank, nicht schlimm krank.
Zwei Humpen und ein bisschen plötzlich. Oh, bitte, mein Herr. Etwas Anstand. Und ich guck hoch und da, er leert das halbe Fass in einem Zug. Geralt, hier drüben. Hey, da, Weißlöckchen. Du siehst aus wie einer, der zechen kann. Danke. Ein andermal. Hey, lass mich nicht betteln, Mann. Ich lade dich ein. Kurz mal die Zeit angehalten, nice. Angeber. Natürlich. Warum auch nicht? Die Zeit ist ein herrlicher Spielplatz. Und das richtige Gewürz für Honigkuchen. Du hast also doch zugehört. Oh ja, bisweilen kann ich nicht widerstehen, die Zeit zu manipulieren. Dabei ergeben sich viele appetitliche Gelegenheiten. Man kann die Suppe von geschmacklosen Leuten mit passenden Widerlichkeiten würzen. Kontrollierst du wirklich die Zeit oder ist das nur ein Taschenspielertrick? Welchen Unterschied macht das? Einem großen. Sagen wir, die Zeit hat mich immer fasziniert. Deswegen habe ich mir ihre optimale Nutzung beigebracht. Warum gerade die Zeit? Geralt, es gibt vier Dimensionen. Länge, Breite, Höhe und Zeit. Welche davon sollte mich faszinieren? Die Breite, bitte. Wer bist du eigentlich? Gaunter Odim, auch bekannt als... Das meine ich nicht. Ah, du willst also wissen, was ich tue. Kurz, ich gebe den Leuten, was sie wollen. Sagen wir, ich erfülle ihnen ihre Wünsche. Das wäre wirklich nobel. Wenn du nicht immer eine Gegenleistung verlangen würdest. Gesetz des Marktes. Ich habe die Redewendung, alles hat seinen Preis, nicht erfunden. Du bist eindeutig kein Mensch. Was dann? Ein Dämon? Ein Djinn? Willst du das wirklich wissen? Ja. Nein, Geralt, willst du nicht. Diesmal verschone ich dich und erfülle deinen Wunsch nicht. Wer meinen wahren Namen erfahren hat, ist entweder tot oder hat ein schlimmeres Schicksal erlitten. Doch dich brauche ich noch. Ich bin gespannt, ob wir gegen den am Ende kämpfen. Wie komme ich zu dem Vergnügen? Ich wollte dir gratulieren. Du hast dich bei Olgierd prächtig geschlagen. Tatsächlich hast du deine Schuld fast beglichen. Ich sollte ihm drei Wünsche erfüllen. Das tat ich. Jetzt nimmst du das Mahl weg, weil wir quitt sind. Fast. Um den Vertrag buchstabengetreu zu erfüllen, musst du noch eines tun. Olgierd zum Tempel von Lilvani bringen. Davon war nie die Rede. Oh, aber ja doch. Als Mann von Welt solltest du wissen, dass jeder Vertrag sein Kleingedrucktes hat. Und das ändert die Bedeutung des Vertrags. Auch bei mündlichen Verträgen. Ich sagte wörtlich, ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Zitat Ende. Ja, ich erinnere mich. Erfülle deinen Teil der Abmachung, dann werde ich das Mahl entfernen. Du hast mich zum letzten Mal unterbrochen, während ich mit jemandem sprach. Was zum Teufel? Was macht die Fliege in meiner Suppe? Ich habe nach dir Ausschau gehalten, dich aber nicht reinkommen sehen. Woher kommst du plötzlich? Krass, wie er einfach mal den Löffel ins Auge steckt und ihn dann umbringt, diesen unschuldigen Mann. Also am Anfang fand ich ja ihn noch interessant reizvoll, diesen Gaunter Odim, aber er zeigt immer mehr seine hässliche, dämonische, böse Fratze. Oh,
Mein Gott. Ich bin schnell, verdammt schnell. Ich bin ein Hexer. Übermenschliche Schnelligkeit ist nur eine meiner Qualitäten. Hast du mir die Fliege in die Suppe geworfen? Nein. Jetzt hör genau zu. Sag deinem Ataman, er soll zum Tempel von Lilvani kommen. Südlich von hier. Der Eingang liegt in einer Höhle. Was ist denn da los? Lilvanis Tempel. Kapiert? Ja, kapiert. Warte mal! Deine Freundin, die Ärztin, die war hier. Du sollst bei ihr vorbeikommen. Danke. Oho, vielleicht erfahren wir da jetzt noch mehr über Gaunter und Dim. Die sollen sich ja an ihn ranmachen. Wobei, das meine Tapferkeit der Typ ist plötzlich einfach tot. Gutes Essen, gutes Trinken, Er war total voll. Vielleicht ist er ohnmächtig. Ohnmächtig? Er ist blutüberströmt. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Wobei, das vielleicht keine so gute Idee war, nachdem wir wissen, was für eine Macht dieser Gaunter und Dim hat, Shani auf ihn anzusetzen. Also das ist eigentlich ziemlich dumm sogar gewesen. Aber die scheint es ja bisher zumindest überlebt zu haben. Und obwohl er ein ziemlich krasser, fieser Dämon ist, scheint er ja trotzdem irgendwie so eine Gentleman-Ader an sich zu haben. Also, glaube ich, würde er Shani nicht einfach so umbringen. Müsste er sich wahrscheinlich schon irgendwie von ihr bedroht fühlen oder denken, dass sie sein wahres Ich entblößen könnte. Shani? Geralt, gut, dass du kommst. Was ist passiert? Hat jemand eingebrochen? Hier? Oh, nein, ich ziehe nur um. Was? Wann? Wohin? Ach, darüber wollte ich nicht reden. Jedenfalls nicht nur, aber... Ich gehe, Geralt. Die Ostfront ruft in Kedwen. Du hast nicht erwähnt, dass du einen Umzug planst. Ich wusste es nicht. Erst seit heute früh. Es waren zwei Soldaten hier. Redanien braucht mich angeblich wieder. Hättest du nicht einfach Nein sagen können? Ach, vielleicht. Aber das wollte ich nicht. Ich will meiner Berufung folgen. Und das geht nirgends besser als an der Front. Kannst du es dir nicht überlegen? Geralt, wozu denn? Die Hochzeit, unsere gemeinsame Zeit, das war schön. Aber du hast dein Leben, ich hab meins. Das ist nichts Langfristiges. Das weißt du doch so gut wie ich. Nun, pass gut auf dich auf. Und du auf dich, Geralt. Und, hast du was über Olgierd erfahren? Tja, ich hab die Bücher bald zugeklappt, weil ich mir dachte, dass ich die Wahrheit nur von jemandem erfahre, der ihn kennt. Hast du jemanden gefunden? Ich musste nicht lange suchen. Ein Kollege an der Akademie, der Assistent von Professor Primitin Schüttlock, sagt, dass Olgierd von Everex sich öfters mit dem Professor getroffen hat. Dabei hat Olgierd offenbar verlangt, dass der Professor etwas erforscht. Der Professor hat sich so hineingesteigert, dass er seine Notizen nicht rausrücken wollte. Nicht mal seinem Assistenten wollte er sie zeigen. Der Professor, wo finde ich den? Hier in Ochsenfurt. Zurückgezogen in seinem Haus auf dem Akademiegelände. Mit Hexenjägern auf der Türschwelle. Hat wohl ziemliche Angst vor diesem Gauntier. Hexenjäger auf der Türschwelle. Steht er unter Hausarrest? Das weiß ich nicht. Manche an der Fakultät halten ihn für einen Verräter, der sich von den Hexenjägern hat kaufen lassen. Der Assistent wiederum meint, dass der Professor sich von ihnen beschützen lässt. Ich weiß nicht wovor. Und was glaubst du? Dass er ihnen sicher nützlich ist. Ein Fachmann für Schwarzmagie und Okkultismus ist die reinste Fundgrube an Wissen. Wenn er wirklich den Verstand verloren hat, wäre es nicht erstaunlich, wenn sie ihn benutzen. Ich muss mit diesem Professor reden. Ich gehe mit. Die Akademie ist voller redanischer Wachen. Da kommst du nicht alleine rein. Wachen waren mir noch nie ein Hindernis, das weißt du. Mhm, aber wenn du diese verwundest, muss ich sie wieder flicken. Außerdem könnten wir einem Freund begegnen. Dann kommen wir ganz leicht rein.
Ach, dann ist es wahrscheinlich die letzte Zusammenkunft mit Shani. Schade, und wir können doch nicht die als unsere Freundin gewinnen. Traurig. Wie stehen denn die Dinge in der Akademie? Du meinst, seit Radovid sie geschlossen hat? Ich will wissen, ob sie gut bewacht ist. Vermutlich nicht. Viele Mitglieder sind in den hohen Norden geflohen. Die Tapferen sind geblieben, haben sich aber als Schneider und Wäscherinnen verkleidet. Warum? Neugier. Die Gelehrten hatten sich offenbar Magiertaktiken zugelegt. Kooperieren sie? Für Radovid gibt es kaum einen Unterschied zwischen ihnen. Dich scheint er ja zu tolerieren. Weil er mich braucht. Vorläufig. Also an die Ostfront. Und dann? Kommt drauf an, wo man mich hinschickt. Wo es auch sein mag. Pass auf dich auf. Mach ich immer. Keine Sorge. So, ich wollte nur, dass das Gespräch zu Ende ist, bevor das dann wieder abgeschnitten wird, weil wir zu schnell da sind. Wo willst du denn jetzt hin? Halt! Auf Befehl König Radovids darf niemand die Akademie betreten. Nicht mal Dozenten? Niemand heißt keiner. Na, du bist ja ein Pedant geworden, Norbert. Als ich dich wieder zusammengenäht hatte, warst du viel freundlicher. Wie geht's denn dem Knie? Ganz wunderbar. Als wäre nie ein Fall drin gewesen. Du kannst dich glücklich schätzen. Wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, dich zu operieren, wärst du auf ewig ein Krüppel. Bruno? Hm? Vielleicht können wir sie reinlassen. Sie ist anständig. Die klaut nichts. Hm. Na gut. Aber alleine. Der Hexer erregt zu viel Aufmerksamkeit. Für den will ich mich vom Hauptmann nicht anraunzen lassen. Pass auf. Ich gehe rein und helfe dir dann, hinten reinzuschleichen. Und wie? Weiß nicht. Ich denk mir was aus. Auf der Flussseite sind normalerweise viel weniger Wachen. Geht klar. Gut, lasst mich rein. Was war das denn gerade? Geil, wie die das besprochen haben, in ganz normaler Lautstärke, genau vor denen stehen. Und dass die das eigentlich hören mussten. Deinesgleichen steckt einen an, mit Miesmacherei und also, sehr merkwürdig. Dann hätte ich versuchen sollen, über irgendeine von diesen... Das ist der Bastard, der unsere Jungs vermöbelt hat. Schnappt ihn und prügelt ihn grün und blau. Oh, welche Jungs? Schon. Verdammt nochmal. Egal, aber die sind jetzt tot. Sorry, aber was soll das denn? Komm her. Ach krass, die kämpft gegen den. Komm schon. Krass. Die Hexenjägerverteidigung gegen Monster. Was? Du? Wer sonst? Wie vielen Damen in Not hast du denn geholfen? Ich dachte, ich war was Besonderes. Du kannst wirklich gut auf dich aufpassen. Hm, du kannst tatsächlich selbst auf dich aufpassen. Ich habe gelernt, dass man sich entweder von den Kerlen verprügeln lässt oder lernt, wie einer auszuteilen. Bis dann. Und arbeite an deiner Deckung. Du hältst sie etwas zu niedrig. Sehr geil. Bestimmt kann man die irgendwo nochmal wieder treffen. Oh, schade, dass es jetzt erst passiert. Ich meine, guckt euch mal das Level an. Die waren das Level 10. Das hätten wir wahrscheinlich von Anfang an... von Anfang an sehen können, diese... Ja, ich will es nicht Nebenquest nennen, aber eigentlich ist es schon diese kleine Nebenquest. Schade, schade. Wahrscheinlich gibt es auch noch einen dritten Punkt. Und mich würde es nicht wundern, wenn die... Sobald... Okay, wir können eigentlich mal meditieren. Mich würde es nicht wundern, sobald dann wir an den letzten Punkt gekommen wären, wo wir mit der Dame dann, ja, keine Ahnung, wo wir nochmal auf die Dame treffen. Ich gehe mal davon aus, dass es noch ein drittes Treffen gibt und das war's. Und mich würde es nicht wundern, wenn sie dann im Bett landen würden. Schauen wir mal. Schleichen wir uns mal rein. Die Wachen dürften es ja nicht mitbekommen haben, was wir vorhaben. Wir waren da ganz doll leise und geheimnisvoll. Das Ertrunkene, ja, war so klar. Aber Ertrunkener Toter, oh, die sind schwieriger. Ja.
halten auch deutlich mehr aus. Die werden irgendwie ziemlich schnell ein, wie es aussieht. Geralt! Psst! Bist du da? Ja, bin ich. Schnapp das Seil. Wie gut, dass gerade Nacht ist und man es nicht so leicht sieht. Wo hast du das Seil her? Lange Geschichte. Aber wir haben es geschafft. Professor Schüttlocks Haus steht am Ende dieser Straße. Hexenjäger bewachen die Tür. Ich glaube nicht, dass ich die bequatschen kann. Du warst schon eine große Hilfe, Shani. Danke. Schon gut. Du hättest dasselbe für mich getan. Wenn du mich nochmal sehen willst. Ich bin zu Hause. Muss noch eine Weile packen. In Ordnung. Bis dann. Ist das nochmal ein Nebenquest? Ich finde das Haus halt leider nicht, ohne dass ich eine, ja, quasi eine Nebenquest dahin habe. Aber wir speichern erstmal. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Professor Schüttlocks Haus. In diesem Sinne, Daumen nach oben. Tschüss.